unserem Wohnzimmer bestimmen wir, welches Fernsehprogramm geschaut wird. Und so müssen die Jungs da reingehen in solche Spiele. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Baustein dieser Mannschaft, dass sie letztendlich sich untereinander sehr gut verstehen. Das ist das, was uns auszeichnet, der Zusammenhalt in der Truppe. Das ist eine Philosophie, das ist Spaß. Ich weiß natürlich manchmal nicht, wie die Mannschaften gespielt haben, wenn ich denn frage. Aber ich weiß, wer Bauchweh hat. Das hat ihn auch zu dem geformt, was er heute ist. Er ist ein toller Kerl geworden, von daher kriegt man schon was zurück. Da haben wir ein paar Jungs dabei, die sind schon gut. Gucken wir mal, was passiert. Für jeden ist es der Traum, Lizenzspieler zu werden. Optimal natürlich bei der Borussia, aber bei der richtigen Borussia natürlich, in Mönchengladbach. Wenn man hier ist, dann ist das Ziel ganz klar, Fußballprofi zu werden, und das ist bei mir genauso. Jetzt bin ich schon auf dem Weg, schon etwas länger, dass ich da wirklich sage, da möchte ich hin, ganz nach oben. Es hat auch ein Stück weit was mit Glück zu tun. Man muss natürlich immer weiter arbeiten dafür, und dann muss man halt dann da sein, wenn es drauf ankommt. In der U9, U10-Gruppe von damals haben wir noch Jan Olschowski, Nils Friebe, Connor Noss und ich. Wenn man das ganz realistisch sieht, dann muss man sagen, dass ein wirklich verschwindend geringer Anteil Bundesligaspieler werden. Da muss man die Jungs darauf vorbereiten, dass sie eine vielleicht größere Wahrscheinlichkeit haben. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt vielleicht bei 60, und wenn wir sie auf 75 hochschrauben können, ja, dann haben wir einen guten Job gemacht. Beendigung der Vorbereitung war mir eigentlich klar, mit den ersten drei Spielen, wo wir gegen Mannschaften gespielt haben wie Borussia Dortmund und Schalke 04, dass in dieser Mannschaft ein Potenzial steckt. Zu der Zeit waren wir bis zum Spiel gegen Borussia Dortmund fast komplett. Und dann war es so, dass wir sehr viel Verletzungspech hatten. Wir hatten teilweise 9, 10, 11 Spieler verletzt und wirklich Qualitätsspieler. Man merkt, dass diese Mannschaft innerhalb der Zeit zu einer absoluten Einheit zusammengeschweißt worden ist. Und Tor machen! Und Felix Ball nehmen! Felix Ball! Da anbieten! Professionelle Einstellung mit unbändigem Willen und auch bedingungslosen Einsatz. Das ist etwas, was ich tagtäglich in der Trainingsarbeit sehe. Die Jungs wollen an ihr Optimum. Die Jungs wollen mit aller Macht ihre Ziele erreichen. Ich denke schon, dass man erfolgreich sein muss im Jugendsport. Deswegen spielst du, um zu gewinnen. Dass das nicht das Einzige ist, denke ich, da sind wir uns alle im Klaren. Der Kader, der steht so schon fast seit 3 Jahren, und da hat Entwicklung stattgefunden. Das ist ja unser Auftrag. Die Entwicklung eines Spielers ist auch ein Erfolg. Jordi hat sich mit dieser Position des Mannschaftskapitäns in der Führung der Mannschaft als Persönlichkeit entwickelt. Es ist so, dass wir einen Mannschaftsrat haben, dem der Jordi vorsteht, und wir uns regelmäßig austauschen. Mir ist extrem wichtig, auch die Jungs mitzunehmen in den Entscheidungen. Es macht Spaß, Kapitän zu sein. Das bedeutet mir relativ viel, weil es ja dann auch von den Spielern gewählt wurde. Wenn du siehst, was der teilweise auf sich genommen hat, ne, der kommt ja aus der Voreifel, der ist teilweise 100 Kilometer gefahren, um hier bei Borussia Mönchengladbach spielen zu können. Das war extrem viel Aufwand, vor allen Dingen für meine Eltern. Irgendwann kamen wir dann auf den Jungen zu, haben gesagt, wir wollen dich unterstützen, wollen dein Zeitmanagement ein bisschen optimieren. Wir würden gerne, dass du ins Internat kommst, damit du auch hier gezielt an den Dingen arbeiten kannst und nicht so viel Zeit auf der Autobahn verbringst. Und das hat dann einiges vereinfacht. Ja! Ja! Ich glaube, ich bin erfolgsorientiert. Also ich will eigentlich immer gewinnen. Ich kann auch sehr schlecht verlieren. Jordi kann sehr viel. Ich habe hier zum Beispiel erfahren, dass das der Allerbeste im Kickern ist. Da denke ich, im Tischtennis, ne, Nebenschauplätze. Und Jordi ist derjenige, ich habe immer viel mit den Jungs Stadt, Land, Fluss gespielt. Jordi ist der Erste, der mich immer besiegt hat. Ich spiele jetzt schon fast 4 oder 5 Jahre mit dem Jordi zusammen,
Und wir sind auch ein eingespieltes Team, wir ergänzen uns echt gut. Bei Jordi ist es so, dass er von seiner Mentalität, von seiner Art und Weise des Verteidigens schon sehr stark ist. Und bei Tom Gahl ist es eher die andere Situation, dass er vielleicht seine spielerischen Qualitäten auffallen. Die bilden für mich momentan eins der besten Duos im Innenverteidigerbereich der A-Junioren-Bundesliga West. Das war, glaube ich, im letzten Jahr in Hart. 8 oder 9 war ich da. 8 oder 9, da habt ihr das Vorspiel gemacht im Borussenstadion und dann hatte Papa damals gesagt, guck mal, sein erstes Tor im Borussia-Park. Ich glaube auch nicht, dass man Leistungssport machen kann, wenn die Motivation nicht aus einem selber kommt. Mit U13, U14 hat es für mich wirklich angefangen, wo ich wusste, ey, es ist jetzt vielleicht auch noch Kicken zum Spaß, aber auch noch unter einem gewissen Leistungsaspekt. Und das waren auch die Zeiten aus Hart noch? Die Kleinen, die waren äußerst erfolgreich, hier ein Stadtteil von Mönchengladbach. Die haben uns immer weggehauen, ganz unten. Und dann haben wir gesagt, bevor die uns weghauen, holen wir denen lieber 3, 4 Spieler weg. Und einer von denen war der Tom. Ich war halt noch extrem klein, habe mich nur aufs Kicken mit meinen Freunden konzentriert. Und das war so, dass sie dann eher Kontakt zu meinen Eltern aufgenommen haben. In meiner Erinnerung ist es aber so, dass es sogar schon ein Jahr vorher war und wir dann das dem Tom gar nicht gesagt haben, sondern gesagt haben, das ist einfach zu früh. Der soll mal noch ein Jahr beim SC Hart spielen, in seinem alten Verein mit seinen Freunden. Dann hat Borussia aber nicht locker gelassen, haben immer mal wieder so den Kontakt aufgenommen. Und im Jahr später haben wir Tom dann davon erzählt und haben auch gesagt, jetzt wäre es letztendlich seine Entscheidung, wenn er gerne wechseln würde. Ich bin früher immer im Stadion gewesen und Gladbach war ein absoluter Herzensverein für mich und deswegen fiel mir die Überlegung da jetzt nicht so schwer. Dann ist man natürlich stolz, dass den Weg, den man den damals aufgezeigt hat, dass der scheinbar der richtige Weg gewesen ist. Man macht sich natürlich schon Gedanken, ne? Was bedeutet dieser Leistungsdruck und wie kriegt er das kombiniert, Schule und Sport. Aber Borussia ist ein Verein, das ging durch alle Mannschaften. Die führen wirklich gut. Alle Trainer haben das mit Herz und Verstand gemacht. Du musst authentisch bleiben, du musst ehrlich bleiben, du musst offen bleiben und dann kannst du auch die Jungs erreichen. Das finde ich, das ist wichtig heutzutage, dass man Draht zu seinen Spielern hat. Diese Nähe, die man spürt, die nicht gekünstelt ist, sondern die einfach gelebt wird, das ist etwas, was mir jetzt schon in der kurzen Zeit, wo ich hier bin, imponiert. Für mich, glaube ich, das Allerwichtigste, also Menschlichkeit darf man nie verlieren. Und wenn man jetzt nur so diesen strikten Tagesablauf und alles so verspannt sieht, dann läuft das einfach nicht so gut, als wenn man auch mal einen lustigen Spruch irgendwo bringt und dann man gemeinsam mit einem Lächeln ins Training geht. Hör mal, Julian, warst du heute Morgen beim Frühstück, weil das Fernsehen da war? Wann kommen Sie denn mal zum Frühstück? Ich frage nur. Nur mal am Samstagmorgen, um dir mitzuteilen, dass du ausschlafen kannst. Marco Rose sagt, du, ja wunderbar, dann spiele ich mit 2 Jugendlichen hinten. Das macht auch nicht jeder und das zeichnet ja auch einen mutigen Trainer aus. Der Tom Gahl hat sogar das Tor gemacht zum 1:0. Natürlich ist es ein schönes Gefühl, bei den Profis zu treffen und mit den Profis dann auch mal so ein Tor zu feiern, ist auch schön. Schön zu sehen, dass wir echt richtig gute Talente bei uns haben. Ganz, ganz junge Kerle, auch U19-Spieler. Die Jungs hinten drin haben es sehr ordentlich gemacht. Es belohnt auch ein bisschen die harte Arbeit, die man bisher reingesteckt hat. Und natürlich, wenn man die Chance bei den Profis hat, sich da zu zeigen und wenn der Trainer dann dich lobt und auch deinen Namen kennt, das ist ein schönes Gefühl. Aber ja, wie gesagt, jetzt weiter hart dran arbeiten und hoffentlich ändert er sich irgendwann mal an meinen Namen, wenn vielleicht die Personalsorgen oben was größer sind. Weiter, 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 weiter. Ja! 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 Das wird schwerer, weißt du selber. Ja, ja, klar. Super, Junge. Hier ist es natürlich so, dass man eine Infrastruktur vorfindet, die aus meiner Sicht viele Dinge dann einfach auch erleichtert. Generell die Anlage, also nicht nur das Internat, die komplette Anlage ist schon Wahnsinn. Wir versuchen, dass die Jungs sich wohlfühlen können, damit sie sich auf die Dinge konzentrieren können, die wichtig sind. Wenn es schwerwiegende Probleme gäbe, hätten sie einen Psychologen dort, sie haben einen Pädagogen, einen Internatsleiter, der sich um die Struktur im Internat kümmert. Top. Also eine andere Beschreibung gibt's gar nicht. Frau Lynch und Wolle, die kümmern sich sehr gut um uns. Seit dem Umzug aus dem Internat drüben im Stadion haben wir ein paar mehr Plätze, das heißt noch mehr los und so weiter. Aber wenn man seine Ruhe braucht, kriegt man die auch. Die Frau Lindchens war auch so ein Grund, warum ich mich eigentlich so hierfür entschieden habe.
Weil als ich mir das angeguckt habe, kam Frau Lienchen so, als ob sie mich schon Jahre kennt und hat mich in den Arm genommen. Und ich bin ja seit anderthalb Jahren hier, aber Frau Lienchen war seit dem allerersten Tag immer da für mich und deswegen ist das ganz schön. Also da war eine Einstellung nicht ganz richtig. Beim Handy oder? Beim Auto. Und dann musste ich nochmal dein Handy komplett vom Auto löschen. Und dann musste ich nochmal dein Adressbuch neu herunterladen. Und dann hat es funktioniert. Jetzt funktioniert. Natürlich hat man Heimweh. Ich habe eine sehr starke Bindung zu meinen Eltern und zu meinen Freunden. Deswegen ist das aber ganz normal, glaube ich. Und wir sind ja jetzt auch noch nicht komplett erwachsen. Deswegen ist das, glaube ich, noch legitim. Alle Probleme, die in der Pubertät auftreten, unterschiedlichster Weise, die bleiben nicht vor dem Internat stehen. Die haben wir auch hier drin. Und da muss man immer wieder Gespräche führen, immer wieder reinhören, hinhören, mit den Eltern Kontakt halten, gegebenenfalls, so dass die Kinder gut durch diese Zeit kommen und wenn sie dann auch noch es schaffen, Profi zu werden, ihren Traum sich hier erfüllen zu können, das ist dann traumhaft schön, würde ich sagen. So, tschüss. Es ist doch klar, dass die Eltern ihre Kinder gut betreut sehen wollen, dass wir sie sozial kompetent aufziehen, die Jungs. Wir haben hier ganz klar auch die Vorgabe, dass man nicht nur Fußball spielen darf, wenn man hier im Internat ist, sondern auch irgendwas anderes noch nebenbei macht. Sei es jetzt Schule oder für diejenigen, die mit der Schule schon fertig sind, Praktikum. Es sind viele gerufen, wenige auserwählt am Ende. Und der Plan B muss stehen. Ich glaube, dass es schon strikter Tagesablauf ist und dass manchmal auch anstrengend ist, alles unter einen Hut zu bringen. Wir nutzen halt jeden Tag maximal und das ist auch gut. Ja, die Konkurrenz schläft nicht und es wollen halt viele Fußballprofi werden. Es fing auch da an, als er dann schon mal vormittags Training hatte. Das war ja in Hart auf der Schule und da gibt es eine Kooperation mit Borussia. Und wenn er dann vormittags Trainingseinheiten hatte, dann hat er das zum Beispiel nachmittags im Teilinternat dann den Schulstoff nachgeholt. Die haben auch Zeugnisse bekommen und haben geguckt, wie steht es so mit der schulischen Leistung. Also die gehen da schon verantwortlich mit um. Einen guten Schulabschluss erhöht dir auch die Wahrscheinlichkeit, dass du hinterher gut performen kannst im Leben. Und das ist unser Job, das auch immer wieder zu betonen, dass der schulische Abschluss unheimlich wichtig ist. Sascha Eichel ist ein Top-Trainer, auch menschlich. Wenn der ein oder andere jetzt mal nicht von Anfang an spielt oder so, geht er zu den Spielern hin, redet mit denen, sorgt sich um die Spieler. Das Prinzip Mensch steht bei mir im Mittelpunkt. Also ganzheitliche Ausbildung. Ich möchte nicht nur Fußballer entwickeln, sondern vor allem Persönlichkeiten. Wir spielen mutig, wir spielen nach vorne. Das ist so ein bisschen so seine Note, die unserem Spiel gibt, dass wir nach vorne spielen, Power haben, vorne anlaufen. Jawohl! Ja, jawohl! Jetzt, Jonas! Komm, Junge! Die Idee beispielsweise bei Borussia Mönchengladbach Fußball zu spielen, ist nahezu identisch mit der Art und Weise, wie ich Fußball spielen möchte. Ja! Wir wollen dominant auftreten, also brauchen wir Mut. Jeder Einzelne. Scheiß, was auf irgendwelche Fehler passieren. Spielt keine Rolle. Fehler sind Lernmöglichkeiten. Die Konsequenz daraus ist, dass ich versuche, meinen Fehler wieder gut zu machen. Alles andere spielt keine Rolle. Aber ich möchte, dass Sie mutig sein. Bei Mika ist es so, dass es extrem viel Spaß macht, im Moment seine Entwicklung zu verfolgen. Ich bin ja schon seit der U11 hier. Ich habe da noch viel Luft nach oben. Ich nehme natürlich Kritik auf und arbeite daran. Ja, der hat sich schon gegenüber der U17, wo der so ein bisschen der Star war, so ein bisschen geändert. Wollte das versuchen, in der U19 aufzumachen, aber das hat nicht so funktioniert. Das hat er gemerkt und jetzt ist er wieder Teil der Mannschaft. Der könnte normalerweise zweistellig treffen im A-Junioren-Bundesliga-Bereich. Die Qualität hat er. Der muss immer wieder arbeiten. Der darf sich nie damit zufrieden geben, was er bis jetzt erreicht hat. Und das ist so das, wo man immer antreiben muss. Das tun wir bei ihm. Das geht ihm manchmal schwer auf den Sack. Komm, Mika, weiter. Komm. Also ich muss sagen, dass schon Klick gemacht hat, weil ich auch älter und reifer geworden bin. Und einfach jetzt weiß, dass manche Dinge nicht so gehen, wie ich sie auch gemacht habe. Und das muss man halt ändern und immer Gas geben. Arbeiten an sich selbst, weil man ist nie fertig mit sich selbst.
Es geht immer weiter. Und ja, da habe ich noch sehr, sehr viel vor mir. Es gibt, glaube ich, Spieler, die ich lieber spiele, aber eigentlich im Training macht es sogar dann schon auch Spaß, gegen ihn zu spielen, weil er ist ein guter Spieler. Da werden wir beide doch besser, wenn wir gegeneinander spielen. Und ja, alles macht Bock. Ja! Johnny und Gerd sind super wichtig für uns, generell das ganze Team, also auch im Physio, Kevin Peters oder auch die Co-Trainer, egal wer. Wenn ich sehe, wie Gerd dann nach den Toren aufspringt, das motiviert dann auch die Spieler auf dem Platz und das zeichnet uns auch, glaube ich, aus, dass eigentlich wirklich jeder dasselbe will und ja, so arbeiten wir zusammen daran. Landau, echt hervorragend. Und das macht natürlich viel Freude mit den Jungs. Die kommen schon ab und zu mal mit Sachen heran, die der Trainer nicht unbedingt wissen muss, und dann sind wir dafür da, um denen so ein bisschen zu helfen. Bei mir war es früher so, dass der Johnny Werner wirklich der Schlichter war. Es waren schon einige Sachen dabei, die, naja, die kommen in meinen Anekdoten zum Tragen. Du schreibst eine Biografie? Ja, klar. Echt? 19 Jahre ist schon einiges vorgefallen. Komm, Jung, lass so Jung kommen wir nicht mehr zusammen. Nee. Lass mal verdrahen. Am letzten Tag der Woche, freitags und vielleicht auch schon mal dienstags oder mittwochs, treffen wir uns mit den Betreuerkollegen der U17. Manchmal ist auch die U16 dabei und tauschen uns einfach auch noch mal aus. Da wird auch nicht immer ein Bier getrunken, sondern auch schon mal ein Latte Macchiato. Und wir haben im Moment sehr viel Spaß und das ist nicht nur alleine der sportlichen Situation geschuldet. Lachen gehört immer dazu. Ja, wobei, du bist ja immer mürrisch. Du bist ja... Aber nur wenn's und wenn du die Schiedsrichter angreifst. Ah ja, okay. Manchmal spiele ich einfach ein bisschen vor mich hin, wenn ich vom Training komme. Ich bringe mir so ein paar Sachen immer selber bei und es ist auf jeden Fall schön, so einen Ausgleich auch ein bisschen zu haben. Man fühlt sich einfach wohl, wenn er in der Gegenwart ist. Also man, ja. Es gibt ja Jungs, die, da bist du froh, wenn die nach 2 oder 3 Minuten von der Seite weichen. Ne? Aber bei Michi ist genau das Gegenteil. Ne? Ein sehr intelligenter Junge, eine Führungspersönlichkeit auf dem Platz, der im letzten Jahr in der B-Jugend wirklich eine super Entwicklung gemacht hat. Jetzt ist es schwierig. Warum? Weil im A-Jugendjahr ist es das erste Mal, dass 2 Jahrgänge aufeinandertreffen. Es gibt keine U18 mehr, es gibt nur noch eine U19. Da spielen Jung und Alt zusammen. Es ist schwierig, sozusagen von, ständigen Stammspieler dann halt auch mal so mit der Situation konfrontiert zu werden, dass man mal weniger spielt. In einem Geschäft ist es halt so und da muss man auch seine Erfahrungen sammeln und dann irgendwo ein Stück weit mit klarkommen. Man muss halt dann, wenn man die Möglichkeit hat, die Chance auf jeden Fall nutzen. Deswegen muss man trotzdem jeden Tag da Vollgas geben und sich so gut wie möglich dann weiterentwickeln, dass wenn die Chance dann kommt, dass man bestens vorbereitet ist. Er geht da einfach mit einer Art und Weise um, wo ich sage, es ist ein absolut top Charakter, den eine Mannschaft benötigt, weil, nur um ein Beispiel zu nennen, Michi ist derjenige, der nicht spielt, der sich aber mit am meisten über ein Tor freut. Die Mannschaft steht auf jeden Fall im Vordergrund. Punkte. Wir sind oben mit dabei. Lass den Kopf jetzt nicht hängen. Wir gehen hoch. Erhobenen Haupt ist hier vom Platz. Lassen uns nicht auseinander dividieren, auch wenn wir heute 2-1 verloren haben. Auf geht's. Komm. Ich habe in diesem Jahrgang endlich mal wieder, das freut mich, viele Pferde, die sehr weit schon vorne sind, weil ein paar richtig gute Jungs dabei sind, wo du eine Idee hast, die aber alle unterschiedlich sind, die alle unterschiedliche Qualitäten haben. Und wenn du jetzt siehst, dass wir auch nicht nur für uns ausbilden, sondern auch für den deutschen Fußball, kannst nicht alle Spieler für dich entwickeln. Wir müssten ja jedes Mal, wenn du 11 Talente hättest, müsstest du ja 11 Leute nach oben ziehen, die vielleicht dann Druck machen. Das wirst du nie hinbekommen. Wenn du 2, 3 von denen nach oben ziehst und dann nochmal 4, 5 in die Bundesliga oder 2. Liga oder 3. Liga bringst, dann hast du doch alles erreicht. Dann haben die Jungs auch ihre Ziele erreicht. Und darum geht es letztendlich.